So, ich wünsche einem jeden einen wunderschönen guten Tag, der sich auf das Video hier verirrt hat. Ich möchte euch mal zeigen, wie man eine ganz einfache, relativ primitive Bunkerbase baut. Normalerweise nehmen ja alle immer diesen Einwurfkasten, aber ja, das ist jetzt nicht so meins, weil immer dieses Hin- und Hergespawne zwischen meinem Schlafsack finde ich einfach nur ein bisschen zu anstrengend, so. Zwischen dem Schlafsack oder dem Bett. Was heißt, ich fange einfach ganz normal so an. Normalerweise baue ich das irgendwo hin an eine Felswand. Das ist so meins. So, dann machen wir das. Zack. Das, das. 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 Ein Dach. Hier auch noch ein Dach. Ich habe mir jetzt für mein Video einen sehr leeren Modded-Server ausgesucht. So, dann bauen wir so zwei Böden dahin. So, dann haben wir auf den ersten Schein erstmal unsere Base fertig. Was heißt, wir können hier dann natürlich auch noch ein bisschen modifizieren. Hier geht es jetzt leider nicht, weil ich zu nah am Außenposten dran bin. Hier geht es natürlich auch nicht, aber hier geht es zum Beispiel noch. Kann ich hier jetzt noch einsetzen? Hier könnte ich noch ein bisschen was setzen. Hier geht es nicht. Dann müssen wir halt wieder hier unten setzen. Ist ja egal. So. So, jetzt machen wir mal weiter hier. Schade. Ich dachte, hier könnte ich auch noch setzen. Vielleicht hier unten. Nee, geht leider nicht. Ist egal. Wir machen jetzt hier einfach mal unseren Eingang. Zack, hier haben wir eine Tür. Fertig. Ziehen ein paar Wände drum. So. So, fertig. Hier noch eine halbhohe Wand. Schnell eine Tür. Okay, wir bauen noch schnell eine Tür, sage ich. So. Das Dach. So. Jetzt haben wir einen Teil unserer Bunkerbase schon fertig. Jetzt müssen wir natürlich auch noch einen Schrank setzen, ist klar. Also ich persönlich baue halt sehr gerne oder baue halt sowas ein. Und dann haben wir noch gleich schön, das nehme ich auch noch, wenn ich es bauen könnte. Herstellen. Okay, auf jeden Fall werde ich das in der Regel auf Hochwertiges ausdrehen natürlich. Würde auch gerne noch ein Fenster aus gehärtetem Glas herstellen, was gerade nicht geht, keine Ahnung warum. So. Jetzt bauen wir das hier rein. Zack, 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 fertig. Zerfällt mein Gebäude immer noch. Was braucht es denn? Ach so, okay. Warum ich das jetzt nicht herstellen kann, weiß ich nicht. Komisch. Naja, soll ja auch egal sein. Ist ja nicht so wichtig. So, hier bauen wir auf jeden Fall jetzt erstmal sowas. Dann setzen wir hier einen Boden drüber. Dann bauen wir noch eine halb hohe Wand hier hin. Und machen es erstmal zu. So, und wenn ich mich jetzt, das mache ich dann halt, wenn ich mich zu Spielende auslogge, baue ich das davor. Ich muss das jetzt leider ein bisschen improvisieren, weil ich kein Bett da drin habe. Also, wenn ich mich dann, nein, das war ein Fehler. Okay, machen wir es anders. Ah, wenn ich mich dann wieder einlogge, ich logge mich dann wieder ein. So. Im Endeffekt wäre das ja auch zu, ist klar.
Ich logge mich hier wieder ein und kann dann einfach das Teil hier zerhacken. Und schon bricht diese Mauer hier oben auch zusammen, beziehungsweise dieser Boden bricht auch zusammen. Was ich persönlich aber machen würde, ist, wenn ich mich auslogge, ich würde mir lieber eine Kiste mit Werkzeugen oder Schwertern hier unten reinlegen, würde das dann hier eine halb hohe Wand bauen, würde die dann aber aus Holz machen. Was heißt, wenn irgendwer das Ding mit Raketen dann brennt, mit Raketen befeuert, dann brennt das Teil nicht gleich weg, diese Wand. Und so würde ich das halt machen. So, hier hätten wir wieder unser wunderschöne kleine Bunkerbase. Ich hoffe, die hat euch gefallen. So, jetzt machen wir das hier wieder zu. Ich habe auch... ja. Zack. Dann ist irgendwann... herstellen, sage ich. Er macht es nicht. Das ist ein sehr komischer Server. Ja, dann kannst du auch einfach halt mit dem wundervollen Ding hier weghacken dann, was mir zu lange dauert. Also hacken wir es jetzt mal so weg. Zack. Und schon. Das ist eine ganz, ganz primitive Bunkerbase, die man bauen kann. Ich persönlich würde dann hier halt noch insgesamt halt so, dass man von der Seite halt auch nicht so leicht rankommt. Wir machen das jetzt einfach mal alles nur in Holz. Natürlich immer schön brav die Seiten drehen, damit nicht die schwache Seite außen steht. Okay. Gleiches Spiel hätte ich dann auch an der Seite gemacht, wenn es funktionieren würde. Was ja leider nicht geht. Na, wie sieht es hier aus? Oh, warte mal. Okay, es geht also überall außer hier. So würde ich das machen, um meine Base halt ein bisschen zu safen. 100 Pro ist eine Safe eine Base natürlich nie safe, ist klar. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So. Hier noch einen halben reinmachen, drehen. Zu Holz. Zu Holz. Wie sieht hier mit einer Wand aus? Die funktioniert schon irgendwie. So. Insgesamt würde das Ding natürlich mega aussehen, wenn es alles aus Stein wäre, denke ich mal. So. Hier noch einen drüber. Okay, zum Spaß könnte man hier auch noch einen drüber setzen. Man kommt ja in die Tür immer noch rein. So. Vielleicht suchen wir jetzt. Ah, ich suche einfach nochmal einen Stein. Wir haben ja Zeit. Ist ja, wir sind ja nicht in Eile so. So, jetzt machen wir das Ding nochmal schön.
Hier machen wir natürlich nur eine halbe Mauer rein, ist klar. So. Dann noch drehen und schon ist die Bunkerbase, naja. Secure ist natürlich nicht, ist klar. Aber so würde ich die halt bauen. Das ist nicht sonderlich teuer. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. Und dann natürlich schön brav überall Garagentore reinsetzen. Und schon sieht das Ding mega gut aus. So. Jetzt machen wir es nochmal schön hier. Die kosten natürlich trotzdem ein bisschen was an Ressourcen. Ja, und dann würde ich halt hier insgesamt nochmal eine Wand drüber setzen. Oder beziehungsweise eine Decke drüber setzen. Das artet jetzt auch schon wieder ein bisschen aus von dem Aufwand und den Ressourcen her. So. So, das wäre so mein Vorschlag für eine kleine, naja, relativ kleine Bunkerbase. Das heißt, im Endeffekt kann er dann hier reingehen. Hier hätte ich jetzt auch noch einen Boden gesetzt, was leider nicht geht wegen den Verhältnissen. So. Dann immer schön brav beim Offline-Gehen nicht vergessen. Zack, mit Holz. Hier, Stein, fertig. Doch, sie gefällt mir. Ich habe mir Mühe gegeben. So, gucken wir uns das Ding nochmal von oben an. Bam. So. So sieht das gute Stück aus. Ist doch schon wieder ein ganz schöner Klotz geworden. Ich werde in einem anderen Video natürlich nochmal eine kleinere Bunkerbase bauen. Bis denn dann.